Oh. Hat nochmal gut gegangen. Das passt ja zu Luise und dir. Mal ganz im Ernst, ohne Scheiß. Ich hätte nie gedacht, dass du nochmal deine Traumfrau findest. Ja, kann passieren. Puh, Baron Titz, wer ist das denn? Der Ex-Verlobte von Luise. Da ist deine Herzdame ja endlich wieder. Sie hat uns jemanden mitgebracht. Schön, dass ihr alle noch hier seid. Ja. Was will der denn hier? Wir uns gratulieren. Ach, der Herr Baron will uns gratulieren. Ja. Ich habe eben von Ihrer Verlobung erfahren. Ja, Eduard war gerade zufällig in Düsseldorf und hat... Ja, dann. Auch einen Sekt, Herr Baron. Danke. Ja, dann. Auf euch beide. Genau, auf Gregor und seine Prinzessin. Darauf. Welches Lied will denn das Paar des Abends als nächstes hören? Meinen Sie uns? Ich denke mal schon. Aber hey, warte mal mit der Musik. Ich glaube, ich habe euch da vorher noch was zu sagen. Möchtest du etwa eine Rede halten? Ich versuch's zumindest. Ja. Ja, Gregor, jetzt hast du es ja endlich geschafft. Du hast deine Prinzessin gefunden und dazu auch noch eine richtige, unglaublich. Vorher gab es ja noch einige Wirrungen und Irrungen. Aber das kann man wohl sagen. Ja, jetzt sei mal ruhig, sonst komme ich aus dem Konzept. Aber schlussendlich seid ihr zusammengekommen. Man muss ja dazu sagen, mein Bruder hat früher immer gesagt, wenn überhaupt, dann heirate ich nur eine Prinzessin. Und ganz ehrlich, ich habe lange überlegt, ob das mit euch beiden was wird. Aber... das ist es. So, und jetzt darf ich meine zauberhafte Assistentin bitten. Aha. Los, starte die Motoren. So, nur für euch. Als kleine Erinnerung, wie ihr zusammengekommen seid. Zack. Oh, danke. Auf viele glückliche Jahre im siebten Himmel. Danke. Danke. Los, Stella, und jetzt macht die Musik an, sonst muss ich noch weiterreden. Hallo? Ich auch Modedesigner. Wieso? Wegen der coolen Arbeitszeit. Das heute ist ja eher eine Ausnahme. Ja, schon klar. So, ich bin dann am Großmarkt. Mach's gut. Hey, danke, dass du mich vertrittst. Ja, ich will natürlich anständig entlohnt werden. Hörst du, ciao. Na, auch schon da? Bist du dagegen? Nö, aber ich würde mir schon mal überlegen, was du gleich deinen Geschwistern sagst, wenn sie dich fragen, was du hier machst. Bitte? Okay, ich kann mir langsam vorstellen, wie anstrengend es ist, mit Ansgar zusammenzuarbeiten. Zum Glück arbeiten wir nicht direkt mit ihm zusammen. Sondern eher gegeneinander. Das stelle ich mir noch anstrengender vor. Ach, weißt du, Stress ist mein Leben. Arbeit mein Hobby. Was ist los? Nichts. Ah, hier, zack, fertig. So, 2 Coffee to go. Bitteschön, 4 €. Na, guck an, stimmt so. Danke, ciao. Ich muss. Wir sehen uns. Warte mal. Wo ist der Laden von Rebecca noch mal? Wie hieß denn die Straße? Weißt du es? Ich komme gerade nicht drauf. Ciao. Und? Ach, der Laden. Der ist, der heißt Slam Flash. Ach ja, richtig. Ja. Und wie komme ich da hin? Das ist gar nicht weit von hier. Der ist direkt an der nächsten Straßenbahnstelle. Aber genau weiß ich es auch nicht. Ja. Dann frage ich mich halt durch. Okay. Nein! Sag mal, als Archäologiestudentin, da musst du dir unbedingt mal das römisch-germanische Museum anschauen. Ja, aber das ist doch in Köln. Ja, und? Komm, setz dich erstmal hin, trink was, mach's dir gemütlich und erzähl mir was von deinem Job.